leider. Mein Giveaway, ja. Da hätte ich jetzt auch will eigentlich gar kein Giveaway rausrücken. Wir hatten ja vorher schon gesagt, jetzt haben wir eigentlich so schön uns das vorbereitet und so, Giveaway und so, jetzt der Kram. Aber jetzt haben wir gesagt, wir machen es und machen es jetzt auch. Ja, ich überlege jetzt halt, wie viel, ne? Ja, das musst du dann sagen. Ja. Keine Entscheidungsgewalt. Na gut, also dann machen wir es so, wie ich es heute früh, bevor der verfickte Strike kam, vorhatte. Okay. Zur 50. Sendung und einem Ungewissen, wie es weitergeht, was aber nicht heißt, dass es nicht weitergeht, sondern wir wissen es selber nicht. Ja. Alle Fragen offen. Auf jeden Fall, was ich sicher sagen kann, es wird nicht so regelmäßig sein. Das glaube ich auch, ja. Das ist eigentlich sicher. Staubt uns das Studio ein, ja, oh Gott. Ja, gut. Also, wir hauen heute raus 10-mal. Nicht einmal, nicht dreimal, nein, 10-mal FBW Basic, also unser Basic Gaspedal Elektronik ohne App-Steuerung. Ich betone das. Ohne? Ja. Ohne App-Steuerung. Und ich muss jetzt leider nochmal die Modalitäten erklären, weil es immer wieder passiert, dass uns dann Leute eine E-Mail schicken, da steht dann nur Giveaway drauf, wenn dann das Auto nicht dabei steht. Ja, hilft mir auch nichts. Also grundsätzlich Schritt 1. Kompatibilitätsliste auf unserer Website gucken, gibt es was für das Auto. Schritt 2, uns eine E-Mail schreiben. In der E-Mail muss drinstehen Giveaway und Fahrzeugtyp. Mehr muss und sollte nicht drinstehen, weil wir wollen aus Datenschutzgründen gar keine Adressen horten oder sonstigen Informationen. Ja, die Arbeiten wollen wir uns nicht machen. Wenn dann die entsprechenden Gewinner gezogen wurden, dann brauchen wir erst weiterführende Daten. Also ich wiederhole 10 Stück. Also ihr kriegt von uns eine E-Mail und ganz dann genau, brauchen wir natürlich ganz genau einen Namen und Adresse. Ganz klar muss sein, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich kann nichts anderes bekommen. Ich kann gegen Aufpreis nichts anderes bekommen. Ich kann auch nicht sagen, gar nicht für 50 Euro mehr die App-Steuerung oder nein. Oder Geld dafür oder nur so, wie es ist. Ja. Und wir machen es diesmal auch so, dass es auf dem Versandweg grundsätzlich möglich sein sollte. Wir machen es nicht außerhalb von Deutschland, keine EU oder solche Geschichten. Aber bevorzugt kommt ihr zu uns. Ich sag mal so, es könnte die Gewinnchancen erhöhen, wenn einer vielleicht noch dazu schreibt, ich komme vorbei. Ja. Eventuell. Ganz genau. Und der Einsendeschluss ist der 4.3., das ist der nächste Montag, Rosenmontag. Oh. Hello und Kalalaf. Und geil Merkel. Alles, ja. Und 18 Uhr. Dann, wenn alle vollgesoffen sind, ne? Genau, das heißt, wir zwei setzen uns um 18 Uhr an den Computer und wählen die Gewinner aus. Das heißt, wenn um 18.30 Uhr was kommt, ist auch so geil. Ja, manchmal, das kam sehr oft vor. Ja, manchmal kommt 4 Wochen später, kommt dann so ein Giveaway oder so. Kann ich noch? Denke ich immer, hallo. Ich meine, ich gebe zu, dass möglicherweise meine Aussprache manchmal etwas schwerer verständlich ist. Man wird älter, die Zähne werden weniger, keine Frage. Ja? Muss ich nicht sagen. Aber ich habe das jetzt schon so oft erklärt und jetzt haben wir es heute nochmal erklärt. Also es sollte kein Problem sein. Freunde, ärgert euch mal nicht darüber, dass wir heute so ein bisschen melancholisch waren und eigentlich keinen großen Inhalt hatten. Immerhin gibt es am Ende die 10 Gaspedale als Giveaway. Das hat ja mehrere Gründe. Und trotz aller Frustration und Ärger wollen wir uns natürlich bei den wenigen, bei den paar hundert Hardcore-Fans bedanken, die uns das ganze Jahr unterstützt haben und die teilweise nachts um 2 oder 3, wenn ich am Computer sitze, und das Video dann quasi freischalten, schon das Video gucken und einen Daumen hoch machen. Ja. Das haben wir trotz des ganzen Ärgernisses nicht vergessen. Ja? Und für die Leute haben wir es auch gemacht und wenn wir auch versuchen, zukünftig irgendwas zu machen, die meinen wir auch ausdrücklich nicht in unserer Kritik. Und ich glaube, diese wenigen, die schätzen auch die Kombination aus Politik und Auto. Genau. Und was man jetzt halt draus machen kann, müssen wir so ein bisschen in Zuschauerhand legen.